Hallöchen, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Metro Last Light. Mein Name ist der U100 und ich wollte mit dem Hallöchen gerade anfangen zu singen. Und da ist mir eingefallen, was mich hier in Metro gerade erwartet. Ja, ich habe jetzt gerade eine kurze 5-Minuten-Pause gemacht, weil ich mich ein bisschen sammeln musste. Die Katakomben sind nichts für schwache Nerven. Also ich meine, so übertrieben schlimm ist das jetzt hier nicht, aber es ist was völlig anderes. Ich habe das nicht von diesem Spiel erwartet. Es haut mich gerade, ehrlich gesagt, von den Socken. So, wir wurden das letzte Mal hier auch von einigen Nosalis belagert. Aber irgendwas hat sie vertrieben und ich will gar nicht herausfinden, was das ist, aber wir müssen wohl. Wir müssen wohl. Ob wir wollen oder nicht. Okay, ab nach oben. Hauptsache, es geht wieder nach oben. Hauptsache raus hier. Mehr will ich gar nicht. Ich will nur raus hier. Raus, raus, raus. Oh Mann, ist das hier eine Höhle, ey. Aber das sieht wohl wieder hier aus wie ein Gebäudestück. Ach, hier lang muss ich. Okay. Hier sind auch wieder Leichen. Oh Mann, den hat es echt zerfetzt, ey. Boah. Hallo. 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 Was bist du denn? Ah. Atium, Atium. Och nein, nicht wieder so ein Bossfight. Okay, wir sollten vielleicht die Säulen hier benutzen. Okay, das war jetzt echt komisch. Ich denke mal, die Schwachstelle wird wohl sein Bauch sein. Wow! Und meine Schwachstelle ist mein Körper. Mein kompletter Körper. Und ich habe keine Muni mehr. Ist ja geil. Wow, Alter. Das Ding ist unberechenbar wie Sau. Und es ist ganz schön wütend. Okay, komm. Na komm. Autsch. Alter. Für einen kurzen Moment hing ich gerade fest. Ich habe ja noch welche von denen hier. Wo haut... Was zum... Alter, das kann das Vieh doch nicht einfach machen. Einfach abhauen. Das wird dann wohl heißen, dass wir es auf jeden Fall nochmal begegnen werden. Aber hundertprozentig. Ich glaube, darauf kann ich vertrauen. Aber das wird doch wohl nicht das große Ding gewesen sein, das hier rumgeschrien hat, Alter. Kann ich mir nicht vorstellen. Okay, das hier sind definitiv Katakomben. Okay, du bist es wohl doch. Okay, dann komm ran hier. Nicht so schnell. Sind zu zweit oder was? Oh ne, das sind ganz normale Nosalis. Lol. Sie verarschen? Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wie ich das Ding so richtig besiegen soll. Ich weiß nicht, ob Feuer überhaupt was bringt. Okay. Okay, einfach draufballern, was das Zeug hält, ey. Okay, komm her, Freundchen, komm her. Boah! Raus hier, raus hier, raus hier. Medipack. Ey, das Viech ist sau schnell. Leck mir am Arsch. Und wieder Nosalis.
Das Ding reitet auf... Willst du mich verarschen? Achso, ja, nee, ist klar. Ich will auch auf irgendwas reiten. Na komm, komm. Ach, du läufst einfach durch Wände durch, oder was? Und wieder einer. Boah, meine Fresse, ich kann da überhaupt nicht ausweichen. Ach komm, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Gönn dir mal eine Pause. Gönn dir Snickers! Scheiße! Ich hab gar nicht nachgeladen, ich Idiot. Yes! Du Mistviech! Du bescheuertes Mistviech! Meine Fresse! What, what? Moment, Moment, Moment. Wo komme ich hier raus? Nicht noch tiefer nach unten. Alle Wege führen zu Oktyabrskaja. Der Schwarze ist dort. Anna ist jetzt auch dort. In den Händen meiner Feinde. In den Händen des Verräters. Lisnitsky. Wieso weiß ich nicht mehr, wer das ist? Oh Gott, Leute, dieses Spiel macht mich heute echt fertig. Lesnitsky. Lesnitsky. Wo habe ich das schon mal gehört? Metro 2033? Lesnitsky. Ich komme nicht drauf. Ich komme nicht drauf. Aber ich glaube, das war irgendwann am Anfang dieses Spiels. Ich bin mir nur nicht mehr sicher. Boah, diese Katakomben, ey, die machen einen fertig. Ich bin total... Ich weiß... Ich, ja... Ja, ich denke, das wird der letzte Part für heute sein. Scheiße, ey. Oh Mann, ey. Wahnsinn. Wahnsinn. Bring dich zur, was? Brich zur Ringstation der Hanse durch. Finde und rette Anna. Oh, falsche Taste. Und auf einmal haben wir wieder 40 Schuss. Ist ja lustig. Apropos, gibt es hier irgendwas? Vielleicht wieder ein Nosalis, der mir irgendwie entgegenspringt oder so. Der mir Hallo sagen will. Oh, ich habe echt gedacht, ich sehe nie wieder das Tageslicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wow. Also, ich fand ja Metro 2033 nie schlecht. Metro Last Light spiele ich jetzt zum ersten Mal durch. Ich habe es mal angespielt, ich bin da aber nicht wirklich weit gekommen. Ich glaube, bis zu dem Punkt, wo ich Pavel getroffen habe. Aber seitdem habe ich dann nie weiter gespielt gehabt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, Metro entwickelt sich zu einer meiner Lieblingsspieleserien, weil ich so übergeflasht bin davon. Ich wollte mich gerade über eine Fliege aufregen, aber das hat sich dann jetzt wohl erledigt. Das war eine Stimme einer Frau. Ich denke mal, das war Anna. Wer ist diese Anna nochmal? Eine Geisel. Wir brauchen sie, um mit dem Orden verhandeln zu können. Achte nur darauf, dass sie eine Gasmaske trägt. Wenn sie infiziert wird, ist sie tot und nützt uns nichts mehr. Was machen wir denn mit ihr? Sperrt sie ein und behaltet sie im Auge. Wenn irgendetwas passiert, rollt dein Kopf. Ich hole sie ab, wenn wir hier fertig sind.
Hey, behandle mal die anderen nicht so grob, ja? Ich meine, sie war anfangs ziemlich bescheuert immer zu mir, aber so behandelt man keine Frauen. Okay, wir machen mal weiter. Oh Gott. Jetzt erschrecke ich mich schon vor Ratten. Warum liegt hier drin so viel Blut? Was machen Sie da? Bitte, Sie dürfen uns nicht töten. Wir haben den Befehl von der Führung der Roten Linie, die Epidemie zu stoppen. Und ihr seid alle infiziert. Womit? Ihr habt den Mann gehört. Wir müssen euch töten, um die Metro zu retten. Aber wir haben Scheiße. Nicht einmal Fieber. Wir sind... Oh Mann. Kannst du denn gar nichts treffen? Nicht einmal aus dieser Entfernung? Unglaublich! Was macht das schon? Der stirbt sowieso bald. Wir sind hier, um sicherzustellen, dass er stirbt. Gib ihm den Rest. Irgendwie bin ich ganz froh, dass ich das gerade nicht sehen konnte. Hm. Toll. Mit was infiziert? Oh, der ganze Stiefel mit Scheiße bedeckt. Hab ich ein Glück. Ha, da kann man jetzt nichts dran machen. Oh nein. Desinfektionsmittel darauf, wenn wir zurückkommen. Also gehen wir jetzt? Nein, lass uns erst eine rauchen, die Hände zittern. Und ich komme mit dem Gedanken, nicht klar die Ladung zu löschen. Wenn wir uns Zeit lassen, machen die es vielleicht, bevor wir ankommen. Da kann ich... sagen. Tod! Toll, das zweite Messer hat absolut gar nichts getroffen. Ich hoffe, das hat jetzt niemand gehört gehabt. Was ist das denn? Ein Nachtsichtgerät. Dann setzt das Ding mal auf. Ist ja cool. Verdammten Idioten, ey. Hauptsache Kugeln verschwindet. Es hätte auch gereicht, wenn ihr die Leute eingesperrt hättet. Denke ich mal. Ich meine, um eingesperrte Leute muss man sich natürlich auch kümmern. Ich meine, mit Gefängnissen ist es ja zum Beispiel auch nicht anders. Kostet alles, ne? Aber ob es wirklich besser ist, die Menschen zu töten? Ich meine, ach du Scheiße. Ach du heiliges Kanonenrohr. Moment mal. Okay, sieht nicht so aus, als wäre da hinten jemand. Ich frage mich, für was wir jetzt dann das Nachtsichtgerät bekommen haben. Wieso ist der Gerät da? Ich meine, ich bin mir sicher, da wird wahrscheinlich gleich eine Passage kommen, die extrem dunkel ist. Anders kann ich es mir nicht erklären. Wenn der in meine Richtung kommt, schieße ich. Oder auch nicht. Verdammte Fliege. Ich hasse Fliegen. Alter, guckt euch den Berg von Leichen an. Gefällt mir absolut gar nicht. Oh. Wieso habe ich das Gefühl, der kommt gleich hier hin? Oh oh. Idiot. Warte mal. Freund oder Feind? Schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Ich hoffe natürlich auf Freund. Kommt einer. Okay, wieder ein bisschen Stealth-Action.
Oh, das hört sich eher nach zwei an. Scheiße. Wie läuft denn der, Alter? Stock im Arsch. Oh. Okay, der hat mich gerade was gesehen. Okay, das sieht nach Feind aus, definitiv. Messer? Fliegt das Messer denn so weit? Oh, toll. Was? Ey. Oh. Scheiße, sind das viele. Aber ich hätte ganz gerne meine Messer wieder. Scheiße, ey. Erst das vierte Messer hat gesessen, natürlich. War ja klar. Nein! Der! Und der auch. Oh oh. Okay, jetzt ahnen sie was. Scheiße. Natürlich! Jetzt wissen sie auch schon, wo ich bin. Und wie es euch erwischt. Ich werde nicht ruhen, bis jeder von euch gefallen ist. Diese Aktion, die ihr tut. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Wisst ihr, was wir auch schon lange nicht mehr hatten? Ein Eintrag. Guck mal, was ist denn? Ein Messer. Ach, das war mein Messer. Ich habe sogar irgendwie das Gefühl, dass wir hier jetzt ziemlich alleine sind. Ups. Wieso finden wir hier keinen Eintrag mehr? Gibt es einfach keine mehr hier gerade? Ich muss mal ganz kurz... Infektion. Blablabla. Okay. Einen Eintrag gibt es hier wohl, so wie es aussieht. Ich hoffe natürlich, dass wir den finden werden. Ich suche ja auch schon danach. Ich wäre nicht glücklich damit, wenn ich diesen Eintrag verpassen würde. Guck mal, da war... Hier ist sogar eine Stolperfalle. Und die sehe ich jetzt erst. Das hätte jetzt auch gerade böse ins Auge gehen können. Ja. Viel wird wohl eh nicht mehr passieren, Leute. Die Zeit ist nämlich schon wieder fast um. Mann, Wahnsinn, wie schnell das geht, ey. Ich hoffe natürlich, dass jetzt gleich ein Safe kommt. Oh. Hallo. Hä? Der hat mich nicht gesehen? Ernsthaft? Der hat mich einfach nicht gesehen. Okay, Leute, ich werde jetzt machen bis zum nächsten Save und... Hier ist niemand. Nicht aus. Mann, kein Eintrag? Alter, Leute, hier sind so viele... Oh mein Gott, gruseliger geht's gar nicht, ey. Ey, so eine Schienenkanone, beziehungsweise so ein Pfeil. Oh, ich wollte gerade sagen, hat mich echt gesehen. Aber der sieht ja die Leichen, das ist das Problem.
Ich frage mich aber auch, wo dieser scheiß Eintrag sein soll. Ich meine, vielleicht ist das Level ja nur groß. Oh oh. Zack. Irgendwas ist hier doch. Ja. Gut gemacht, alle zusammen. Die nächste Aufgabe ist der zweite Sektor. Los! Dein schlimmster Albtraum ist hier. Komm jetzt, fall um. Das wollen wir nicht erzählen, du bist hier ein halbes. Ach, guck mal, ich kann auch hier unten lang. Ich habe jetzt nur. Ich glaube, ich komme jetzt nur da vorne wieder raus, ne? Ah, scheiße. Das bringt mir natürlich nicht viel. Okay, okay, dann würde ich jetzt einen Cut machen und einfach noch ein Part machen. Ganz spontan. Und wir hören uns gleich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis gleich. Ciao.